Es gibt Momente, da kann man das iPhone nur mit einer Hand bedienen. Zum Beispiel, weil man sich irgendwo festhalten muss oder aber zum Beispiel, weil man eine Tasche trägt. Da kann es ganz schön mühselig sein, die Tastatur zu bedienen. Der Daumen reicht manchmal nicht weit genug. Mittlerweile gibt es aber die Möglichkeit, eine Einhandbedienung einzuschalten. Für Rechts- und für Linkshänder. Wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alpa und heute sprechen wir über die Einhandbedienung bei der Tastatur vom iPhone. Wir wechseln einmal in die Notizen und ich möchte nun eine Notiz schreiben. Wenn ich also nun meine linke Hand nicht benutzen kann, dann schreibe ich hier einfach munter drauf los. Ist manchmal etwas anstrengend, wenn ich hier links auf den Großbuchstaben kommen will oder wenn ich hier das Q schreiben will, da sind Schreibfehler vorprogrammiert. Das gleiche ist natürlich auch umgekehrt, wenn ich jetzt mit der linken Hand schreiben würde. Auch da habe ich Schwierigkeiten, eben hier auf die Tasten zu kommen oder mal die Return-Taste zu drücken. Da gibt es doch hier und da manchmal den ein oder anderen Fehler. Nun hat sich Apple aber gedacht, dass man das Ganze doch etwas einfacher machen kann. Man geht einmal hier unten auf das Emoji-Symbol und bekommt hier unten drei Tastaturen angezeigt. Die mittlere Tastatur, die normale Tastatur, ist jetzt gerade aktiviert. Ich kann nun zum Beispiel die Tastatur für Rechtshänder aktivieren. Dadurch wird die gesamte Tastatur etwas weiter nach rechts geschoben und ich komme nun ganz bequem an die einzelnen Tasten heran und kann ganz normal schreiben. Wenn ich sage, ach, ich habe genug davon, dann klicke ich einmal hier links auf den Pfeil und habe wieder die normale Ansicht. Gleiches ist für Linkshänder. Ich gehe also nun mit der linken Hand hier einmal auf das Emoji-Symbol, wechsle einmal hier auf die linke Tastatur und habe nun das Ganze etwas weiter nach links gerückt. Ich kann also auch hier wieder ganz normal schreiben und es ist wirklich sehr bequem, ich muss mich nicht sehr strecken. Und wenn ich fertig bin, klicke ich einmal hier rechts auf den Pfeil und dann habe ich wieder die normale Bedienung wieder. Eine tolle Geschichte, die sich Apple da ausgedacht hat. Die Einhandbedienung macht das Leben wirklich leichter. Solche Sachen sind es, die mich bei Apple wirklich immer wieder begeistern. Kleinigkeiten, die das Leben einfacher machen. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.